Willkommen zum nächsten Verlieren in FIFA 18 Ultimate Team. Ich weiß auch nicht, ich schaff's nicht so gut und konzentriert zu spielen wie beim letzten Mal. Habe ich jetzt eigentlich überhaupt ein Spiel gewonnen gehabt jetzt schon mal? Ja, ne, habe ich, ja. Aber es ist ja durch. Ich habe 6 Siege, oh, noch 12 Spiele übrig. Ey, das ist so schlecht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es dieses Woche wird's jetzt das erste Mal, dass ich nicht mal Gold 3 schaffe oder so. Unglaublich, wie beschissen ich spiele. Also gut, ich spiele eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht. Es sind dann einfach immer nur so ein, zwei Situationen im Spiel, die fast alles kaputt machen. Wobei, im letzten Spiel muss ich sagen, da war es auch wieder so, viel Pech gehabt. Aber das letzte Tor, das Führungstor vom Gegner, habe ich schlecht verteidigt, weil ich einfach zu emotional gespielt habe, zu emotional verteidigt habe. Und da ich jetzt alle Aufnahmen nacheinander mache, ändert sich das auch nicht mehr. Diese Emotionalität bekomme ich halt nicht mehr raus. Ist auch scheißegal, ob ich 1-0 führe. Sobald der Gegner den Ausgleich macht oder der in Führung geht, Bums aus Nikolaus, bekomme ich aufs Maul. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht so befreit spielen kann, wenn ich weiß, du musst noch 16 Spiele machen. Am Sonntag, spät, obwohl du vielleicht gar keinen Bock hast oder so. Deswegen habe ich auch schon mit dem Gedanken, das Spiel echt sein zu lassen. Weil eigentlich macht es mir so einfach keinen Spaß. Es ist schon fast ein Zwang, dass ich das spiele. Teilweise zumindest. Die Spiele am Freitag und am Samstag, die wenigen, die waren echt geil. Ich hätte echt mehr gespielt, aber... Ich konnte halt nicht, ich hatte halt keine Zeit. So, und jetzt die 16 habe ich eigentlich jetzt schon wieder keine Lust mehr. Ich würde, wie gesagt, wenn ich morgen noch weiterspielen könnte, würde ich halt schon wieder aufhören. Die ganzen dummen Grätschen, die ich schon wieder mache, sind einfach nur, weil ich keinen Bock mehr habe. Na, ich rate, wir waren zuletzt dran, ne. Wie kann er denn den nicht machen? Oh Mann! Fick dich doch! Wieso macht er denn den nicht? Das beschissene Fehler vom Gegner hat einfach mal ausnutzen können. Zum Kotzen. Wie es ja eigentlich 1-0 stehen muss. Ja, fick deine rote Karte, ist mir scheißegal.
Geh mit Rot in Führung, aber das ist halt scheißegal, dieses 1-0, das bringt mir nichts. Mit einer roten Karte werde ich logischerweise mit einem 1-0 nicht ins Ziel gehen. Und ich werde auch keine weiteren Tore schießen, denke ich. Geht einfach auf sehr defensiv und dann schauen wir weiter. Ich bekomme noch Kopfschmerzen, habe ich das Gefühl. Wehen scheint momentan Stürmer zu spielen, auch nicht schlecht. Krass, wenn wir ihn jetzt hardcore dominieren hier mit der roten Karte im Rücken. Es wäre das erste Spiel, wo wir wirklich dann gewinnen mit Rot, wenn das so weitergeht. Ja, hier hätten wir vielleicht mal. Achso, ja, nochmal. Schade, schlechter Schuss. Krass, ich will das Spiel dominieren. Wir haben wohl die rote Karte gebraucht, wie es aussieht. Oh Gott, was mache ich hier nur? Am Ende wird er denken, es ist ein Bug oder ein Cheaten, dass ich mit Absicht das gemacht habe in der roten Karte, weil jetzt mache ich auch keine Grätschen mehr. Kommt auch gar nicht durch. Ich weiß nicht, ob das Spiel genauso gelaufen wäre, wenn er, wie gesagt, wenn ich keine rote Karte bekommen hätte. Vielleicht ist er auch mega angepisst und spielt deswegen jetzt schlechter. Ich weiß es nicht. Boah, ey, ich habe so beschissen ausgespielt. Krass. Hätte einfach mal schießen sollen mit William. Abseits.
Oh, William, passendes Ding ist drin, ne? Da kriegt er echt gar kein Tür an die Fuß. Kein Tür an die Fuß. Krass! Ich krieg überhaupt keinen Fuß in die Tür. Aber er verteidigt jetzt auch so schlecht. Also vielleicht ist er wirklich angepisst oder so. Das ist unglaublich. Mit einer roten Karte, Freunde. Mit einer roten Karte. 2-0. Und ganz ehrlich, so wie das... Oh mein Gott, der Gegner bricht ab. Wir haben eine rote Karte, wir haben so scheiße gespielt. Also wenn das jetzt keinen Auftrieb gibt für meine Moral, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Der muss echt gedacht haben, wir cheaten oder so. So krass, geil. Immer rote Karten ab sofort provozieren. Direkt am Anfang eine rote Karte und dann einfach mal das Spiel hardcore dominieren. Alter, wie wir den zerstört haben mit einem weniger, das gibt's ja gar nicht. Fuck, ich muss an der Aufnahme echt mal eine, glaube ich, eine Kopfmesserblätter nehmen. Ich habe noch ein paar Spiele vor mir. Okay, ja, jetzt spielen wir so weiter wie gerade eben, ohne die roten Karten und dann ja, wird's geil. Come on, baby, come on, let it rain. One time, please, in your face. Hat echt abgebrochen, warum 2-0, obwohl ich eine rote Karte hatte. So krass, aber generell, wie ich da gerockt habe, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber immerhin das erste Mal mit einer roten Karte richtig dominiert, sehr geil. Okay, guter Sturm, ekliger Sturm, schneller Sturm, er wird wahrscheinlich auf ein anderes Formation wechseln, schätze ich mal. Wir konzentrieren und versuchen jetzt genauso zu spielen wie gerade eben, ohne sinnlose Grätschen und ohne rote Karten, danke. Come on, du hast gerade ein Spiel gewonnen. Das ist alles wieder drin, Paxis. Come on. Schnell. Och, ich habe schon auf Passen gedrückt und es hat nichts gebracht. Na, mal gucken, was er nimmt. Aha, 1, 2, 1, 2, okay. Ein breites sieht man selten. So, konzentrieren. Zwei Stürmer ist wieder eklig. Revons plus Grant. Steht dran, da oben, rechts. Zum Glück. Ich glaube, da war Gegner gerade genauso überrascht wie ich. Oh, er hat schon gewechselt. Was hat er denn gewechselt? Oh, ich habe nicht hingeguckt. Fuck. Ich glaube, er hat Bakayoko ausgewechselt, aber ich habe nicht gesehen, was er eingewechselt hat. Zumal Bakayoko ja echt viele spielen. Schade. Griezmann. Ich glaube, Griezmann hat eingewechselt. Oh Gott, schwacher Abschluss. Hätte ich mal auf Origi passen können. Gar nicht schlechter Schuss.
gemacht mit Kimmich. Auch ein bisschen aggressiver der Gegner. Puh, Glück gehabt. Auch wieder so ein interessant beschissenes Stadion mit dieser Kacksonne, ja? Nicht so die Distanz für Werner, sage ich mal. War auch ein schwerer Winkel. Rausgespitzelt, ich glaube, verließ er was. Dumm, 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 dumm. Schöner Berberspin. War noch jemand, war niemand dran. Aber schön gespielt. Aber wieder so ein knappes Spiel, das kann ich wieder verlieren. Easy. Das war gut gespielt. Ah, Ranges kann ich schon besser als Werner. Auch wieder Riesenchancen. Denn mit ein bisschen mehr Glück habe ich ja auch schon 3 Tore. Das ist halt einfach. Das sind keine 100%igen, die ich mir rausspielen. Ich wollte logischerweise nicht so schießen. Wobei, mir wäre auch fast eine Flanke geworden. War schon wieder dran. War ein Foul. Er macht so viel Fehler, hat keine Abschlüsse, aber wie gesagt, es steht halt. Oh, das war jetzt dumm von mir. 0-0. Er macht halt einen Lackerscheiß und das Ding ist durch. Also durch nicht, aber er führt. Jetzt zum Beispiel. Jetzt einfach nur ein beschissenes Eckentor machen. Okay, macht er nicht. Weiß ich nicht, wo das Ding hingeht. Macht überhaupt keinen Sinn.
Also, Mann, Mann, Mann. Das war aber auch gut gespielt. Oh, getunnelt, aber egal. Boah, mein Kopf. Ich muss echt eine Tablette nehmen. So, das war zwar auch keine 100%ige, der Schuss im Endeffekt, aber es war eine vielleicht 80%ige. Na, vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber es fühlt sich an wie eine 80%ige. Das ist das zweite. Das war auf jeden Fall keine 80%ige, aber ein schöner Schuss trotzdem. Ein schönes Tor von Arangis. Auch zumindest die Schusschance war gut rausgespielt. So muss es auch einfach immer laufen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, dass nicht jeder reingeht, klar, aber dass dann mal so eine reingeht, wenn man viele Chancen hat, ist doch auch klar. Gerade in FIFA 18, wo ja eigentlich die Tore leicht fallen. So, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Abwehr, dass wir vielleicht auch zu Null spielen. Wie wir es übrigens auch bei der roten Karte geschafft haben. Das war übrigens das erste Spiel von den 16 übrigen, die wir zu Null gespielt haben. Das ist irgendwie auch merkwürdig. Nice. Es wird auch viel aggressiver, das ist viel, viel aggressiver und angepisst, denke ich. Auch wieder wichtig, dass wir jetzt kein Gegentor fressen. Komm! Na also, noch ein Lackertor hinterher und jetzt bricht er ab. Geil! So muss es laufen! Nice! Da können wir sogar noch ein drittes Spiel machen in der Aufnahme. Das wäre natürlich jetzt krass, wenn wir jetzt wirklich zwei Aufgaben nacheinander produziert haben. Und die eine mit einer roten Karte. Sehr geil. Oh mein Gott, so muss es weiterlaufen. So muss es laufen, verdammt. Drei Tore. Vorlagen, Arangis, Origi. So, jetzt muss ich noch ein Spiel machen, ohne dass ich eine Kopfballtabelle genommen habe, aber egal. Solange ich gewinne, ist mir das egal. 8 Siege, 10 Spiele übrig. Krass. Das ist schwach, das ist echt schwach, aber wir brauchen jetzt noch 3 Siege für. Moment, wie viel haben wir noch Ausdauer? Wir brauchen jetzt 3 Siege für Gold 3. Das wäre mir erstmal wichtig. Wie spät ist es denn eigentlich? Ja, 9:30 ist es gleich. Oh, da gehen die Spiele natürlich schnell, wenn die Gegner abbrechen. Das ist cool. Und meine Moral ist wieder viel, viel besser. Vielleicht kann ich jetzt auch wieder mal ein Spiel ab, was nicht so gut läuft. Wobei, hier hat es ja auch lange gedauert, bevor es gut gelaufen ist, aber ich habe defensiv sehr gut gespielt. Team vom Gegner ist jetzt überhaupt gar nicht krass. Also klar, im Sturm sind gute Spieler, aber im Vergleich natürlich zu den anderen Teams ist es kein krasses Team, aber heißt erstmal nicht. Ich denke mal, er wird trotzdem sehr gut spielen und es wird sehr schwer für uns hier. Einen Sieg einzufahren. Vielleicht sollte ich wieder eine rote Karte ziehen und dann dominieren.
Haben ein bisschen Glück, dass da das mehr oder weniger Foul nicht gewertet wurde. Wurde, wie auch immer. Oh! Krass gerettet von Rüdiger, das wäre drin gewesen. Schade. Krass gerettet von Rüdiger, ey. Was will er denn jetzt machen? Es hat doch eigentlich schon die Formation, die er spielen will. Musa, wieder so eine Pace dort von drin. Bäh. Scheiße, Mann. Es war eigentlich das 1-0, ne? Krasse Parade, krasse Parade. Ist krass geklärt. Ah, hat das gewechselt? Krass gewechselt von Coutinho gegen Sigurdsson. Krass gewechselt von, krass geklärt von Rüdiger. Das war sehr schlecht. Kann nicht funktionieren. Ja, der Glück. Ja, der Glück. Boah! Krass. Schießt zum Glück kein Lackertor. Jedes Mal schafft es noch in meinen scheiß Passweg reinzulaufen. Schade. Ich wusste es, dass er auf ihn passt. Ich lauf mit und ich schaff's trotzdem nicht, es zu verteidigen. Oh. Da kommt. Es war so OBV, ich bin mitgelaufen, ich habe versucht den Passweg zuzustellen, es hat nicht geklappt. Egal, komm, wir haben jetzt gerade zwei Abbrüche provoziert. Wenn wir jetzt das Spiel verlieren, ist auch egal. Kann leider nicht jedes gewinnen, auch wenn man der bessere Spieler ist. Ist halt echt bitter, dass das Ding von William war es, glaube ich, nicht reingegangen ist. Interessant, dass das kein Foul war. Egal, steht nur 1-0. Schön verteidigt. Auch wenn es die Ecke gibt. Lackertor vom Abseits? Ich konnte nicht jubeln. War kein Abseits. Das würde er jetzt nicht zeigen, ne? Pures Lackertor, aber das ist mir egal. Der Gegner war auch ziemlich lucky. Und ich hatte ja vorher auch die Riesenchance. Sehr schön. Schön gemacht mit Miranda. Oh, schade, bleibt nicht im Ballbesitz. Bleiben immer noch nicht im Ballbesitz, aber wir hier. Versucht wirklich über die Pace und es klappt. Der hat auch keinen Körper, verdammt. Aber wieder schafft das nicht, weil er irgendwelche Billigtricks probiert. Ah, und wir haben, nice.
Damit habe ich leider nicht gerechnet. Das war ganz gut. Neymar, was macht der Neymar hier? Das ist ein Foul. Wie gemacht mit Ellen. Ellen gefällt mir auch besser als Gustavo, um das mal zu thematisieren. Filme gerade zu einem haben wir noch gar nicht drüber geredet. Schade. War ein schwacher Pass, weiß nicht, wer den gespielt hat. Scheiße. Schwieriges Spiel, ausgeglichenes Spiel. Ich denke, es ist okay, die ist unentschieden. Das wirklich ist mal ein Gegner, wo ich sage, der spielt ungefähr so gut wie ich bisher. Das ist unentschieden gerecht. Von daher wird es hier wahrscheinlich keinen verdienten Sieger geben. Wenn ich irgendjemanden einen klaren Spielfehler macht, kann er immer passieren. Zu spät. Der Pass kam genau ein Ballkontakt zu spät auf Raphael. Weil er noch nicht die Ballkontrolle hatte oder so. Keine Ahnung. Hat er gut gemacht vom Tor. Auf rechts mit Lacazette, das war aber lucky. Aber das vom Tor war, hat er gut gemacht, die Drehung. Und dann leider ein guter Abschluss. Bin immer noch der Meinung, dass es nicht verdient ist, dass er jetzt hier führt. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich umgedreht genauso. Scheiße. Okay, war es kein Fall. Fuck, hätte ich nicht die Grätsche, hätte ich den Ball gehabt. Fuck. Ach, scheiße, aber das weiß man halt leider vorher nie. Das war gut gespielt, das war gut gespielt, sehr gut.
Es ist zwar merkwürdig, aber ich glaube, ich werde Neymar sogar schon auswechseln. Das ist ein bisschen platt. Will, den lasse ich mal noch. Ich denke, es ist, ja, verdient dies 2-2, aber mehr auch nicht. Hatte hier wahrscheinlich auch außen auch ein bisschen Glück, dass ich am Ball geblieben bin. Und dann aber gut gepasst, guter Abschluss. Abseits, okay, hätte ich nicht gedacht. Oh, warum geht er da nicht an den Ball? Wieder so eine Situation. Ich habe ihn sogar gesteuert, aber er ist nicht hingegangen. Er ist einfach wieder ein Stück zur Seite gegangen. Als wenn er Angst vor dem Gegner gehabt hätte. Oh, schon auf Passen gedrückt. Oh, Glück gehabt. Oh, toll. Ist halt wieder niemand. Eigentlich gut gemacht, aber reicht nicht. Und wieder die Pace-Scheiße, die ich nicht verteidigen kann. Naja, jetzt haben wir es verloren. Unverdienter Sieg für den Gegner, aber egal, das gewinnen wir nicht mehr. Also, jetzt schießen wir keinen Ausgleich mehr. Was soll's, wie gesagt, zwei Spiele zum Abbruch gekommen. Das ist ja gut gespielt. Ausgeglichenes Spiel war mir eigentlich klar, dass jetzt jemand gewinnen wird, der es nicht verdient. Also, wenn ich jetzt das 3-2 gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz verdient gewesen, dass ich jetzt gewinne. Und dann ist es halt ein Unentschieden, was verdienter wäre, aber kann man nichts machen. Das ist halt meistens dann so. Ist ja immer schon mal positiv, dass ich jetzt keinen direkten Fehler gemacht habe. Toll. Und dann kommt man unter den Schlüsseldinger einfach nicht mehr an, weil die Ausdauer weg ist. Zum Kotzen. Klick haben wir noch einen Angriff. Natürlich nicht, wenn ich so mache. Fick dich. Egal, bis zum nächsten Mal.